Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von F1 Manager. Ja, das letzte Rennen in Singapur war ein bisschen verwirrend, weil die Strecke ja so ist, wie sie in echt ist, aber im richtigen Spiel, also im alten anderen Spiel, im F1-Spiel halt die Alt-Variante. Ja, wir sind halt 13. und 18. geworden. Lange sah es aus, als ob wir es nicht schaffen, Norris und Albon zu schlagen. Und Schumacher halt war halt mit guten 5 bis 10 Sekunden halt immer hinter den anderen hier. De Vries ging ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Im ersten Stopp von Trocken auf Inters waren wir einen Tick zu spät. Danach waren wir früh genug, um halt Norris zu bekommen. Albon ist in der Zeit mal rausgeflogen. Und ja, also Schumacher hat am Ende echt noch Piastri bekommen, was ich auch nicht erwartet hätte. Dachte sich, okay, war das echt eine, so eine gute Idee, den zu holen, aber der hat sich nach dem Regen halt richtig gesteigert, was ich halt übelst gut fand. So, wir haben noch 5 Frontflügel. So, wir müssen genau jetzt gucken, was wir machen. Motor fürs Training ist klar, da haben wir noch auf jeden Fall Glück. Ne, wir haben noch einen Motor, der das Ding enthält. Ein ERS müssen wir kaufen. Das heißt, für Bottas geht es auf jeden Fall einen Schritt nach hinten. Das wird das Trainings-ERS und das Renn-ERS für die letzten paar Rennen. Und ein Getriebe werden wir in dem Fall auch holen, weil es halt dann schon sehr viel mehr nützt, das zu haben. Wir haben 1,5 Millionen noch. Also für Schumacher reicht es nicht ganz, da neue Komponenten zu holen. Aber bei ihm brauchen wir das aktuell auch gar nicht, weil das ERS halt immer noch ganz okay ist. Der Motor, also beide werden wahrscheinlich im letzten Rennen nochmal zurückversetzt, vielleicht. Und sein Getriebe ist auch noch vollkommen in Ordnung, auch wenn ich da jetzt schon ein neues Getriebe holen werde. Leider können wir uns halt jetzt neue ES nicht leisten. Weswegen... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, Leute. Das verstehe ich halt nicht. Gerade Teams, die unten sind. Ne, an sich war es ein Unentschieden. Ne, aber klar. Dass die dafür stimmen, wenn sie natürlich Regeländerungen haben möchten. Die höheren Teams, die wieso schon oben sind, dass die dafür stimmen, war klar. Ne, Red Bull dagegen, finde ich halt mega cool. Aber Alpha Tauri dafür. Das finde ich halt komisch. Normalerweise glaube ich, wenn Red Bull dafür ist, ist halt Alpha Tauri auch dafür und andersrum eigentlich genauso, glaube ich. Yeah. So, Personal, ja, wir wissen es. Der will aber einen viel zu hohen Vertrag. Ne, deswegen werden wir uns den auch nicht holen. Ne, wir scouten aktuell auch keinen weiteren, weil der, ja, so gesehen der nächste ist, der halt gut ist. Ihn können wir scouten, der ist ein Punkt schlechter halt. Den werden wir auch mal scouten. Ja, der ist halt ein bisschen schlechter, aber vielleicht können wir uns den halt loseisen von Haas. Ist halt auch 4 Jahre jünger, deswegen kann er sein, dass sich auch besser so gesehen verbessert. Ja, Renningenieure sind wir auch am scouten. Den Hamelin, weil der Slate ja auch viel zu viel Geld will, weil müssen wir gucken, ne? Wir haben halt nicht so viel Geld. Ne? Sponsoring ist halt echt nicht gut, was wir da bekommen haben. Klar, man muss auch dazu sagen, Bottas ist auch ein echt teurer Fahrer, ne? Das muss man auf jeden Fall sagen. Also mit 9 Millionen, wenn wir da einen etwas schlechteren Fahrer hätten, wäre das geldmäßig deutlich angenehmer. So, es sollte auch relativ zügig gehen. Dieses Rennen wird auch wieder so sein wie in Italien. Hubschrauber-Landeplatz ist gebaut. Und der Trophäenraum. Da hoffen wir mal, dass dadurch die Fahrer wieder ein bisschen, ja, die Stimmung ein bisschen anhebt. Kostet uns jetzt halt 19 Millionen, dafür ist die Moral und halt die Teamattraktivität sehr gestiegen, weshalb wir vielleicht auch jetzt ein paar Leute haben, die vorher nicht da waren, die jetzt vielleicht Interesse zeigen, wie hier. Der von Aston Martin. Da würde ich auch, für den würde ich auch mehr Geld ausgeben. Kann ich das auch zurücknehmen? Nee. Müssen wir mal gucken.
Und das kostet uns halt 12 Millionen. Das macht halt auch eine Teamaktivität um 10 an. Also das macht und halt die Sponsorenauszahlung. Das heißt, wir sollten dafür auch mehr Geld bekommen. Alles, was uns mehr Geld bekriegt, oder wodurch wir mehr Geld bekommen, ist halt gut für uns. So, Forschung ist auch bald fertig. Ja, ich bin nur überlegen, noch vielleicht noch einen Untergrund zu machen. Da müssen wir halt schauen. Ja, wir haben aktuell echt nicht viel Geld. Da müssen wir auch aufpassen halt. So, wir versuchen. Hier, da kriegen wir halt echt wenig, ne? Wir versuchen ins Q2 zu kommen. Dadurch sollten wir deutlich mehr Geld bekommen. Und wir probieren auch eine Glückssträhne mit Platz 15. Das könnte uns halt richtig Geld bekommen. Hier, schnellste Runde ist halt wahrscheinlich nicht möglich. Deswegen werden wir das auch schon mal lassen. Brand in der Fabrik. Bitte beachten, dass ein kleiner Brand in der Fabrik gegeben hat, der möglicherweise durch eine Stromversorgung der Einrichtung verursacht wurde. Wir sollten für keine Autoteile mehr Fertigung fortsetzen, während diese Angelegenheit untersuchen wird. Ich weiß, dass dieses Ganze bestrebt ist, seine Arbeit fortzusetzen, aber wir müssen die Sicherheit an. Ja, das steht auf jeden Fall. Sicherheit ist immer an erster Stelle. Müssen wir genehmigen halt. Es gab auch wieso keine andere Möglichkeit. Bedeutet aber jetzt auch, dass die Teile auch nach hinten gesetzt werden, ne? Für 12 Tage. Na, ganz toll. Das ist nicht gut. Ja, Bottas wird auf jeden Fall zurückgesetzt. Schumacher auch. Wahrscheinlich werden wir nochmal irgendwann zurückgesetzt wegen dem Motor. Aber dafür müssen wir gucken, dass wir noch Geld auf Seite haben. Das kostet uns halt 10 Millionen für beide Motoren. Konnichiwa vom Suzuka Circuit in Japan. Suzuka, die Heimat von Honda, ist ein Kurs der alten Schule mit schnellen Geraden und engen S-Kurven. Bei 130R kreuzt sich die Strecke selbst. Und nach der unteren Schleife liegt reichlich Strecke vor den Fahrern, um sie herauszufordern. Suzuka ist eine schnelle High-Downforce-Strecke mit unberechenbarem Wetter. Die Fahrer müssen volles Vertrauen in ihre Autos haben, um aus diesem schwierigen Achterkurs alles herauszuholen. Red Bull hat seine Konkurrenten überflügelt und steht an der Spitze der Konstrukteurswertung. Und mit der 17. Runde im Gange haben wir die Hälfte der Saison bereits hinter uns. Bleiben Sie dran für die ganze Action am Wochenende. Das 17. Rennen ist schon fast Ende. Oh, wieder Regenrennen. Das ist natürlich gar nicht gut für uns in dem Fall. Ich werde auch mal jetzt den Testfahrer fahren lassen. Oh! Was bedeutet das denn? Ach, Fahrentwicklung, was bedeutet das? In T1 kannst du den. Okay, machen wir auf jeden Fall. Ich werde es in Japan fahren lassen und halt in Katar ist, glaube ich, die nächste Strecke. Damit er mal ein bisschen fahren darf. So, ich würde sagen, ein bisschen Flügel lassen wir eigentlich fast so, wie es ist. Vorne ein bisschen weniger, so. Probieren wir mal. Klar, wir sollten im Training wieder weit hinten liegen. Weil unsere Sachen halt sehr kaputt sind. Boah, der ist schon sehr weit lang, der ist schon deutlich langsamer. Ja, kriegt ein bisschen Erkenntnis dafür. Okay, wir haben auch kein Sprintrennen. Also wenn es in Katar zum Beispiel ein Sprintrennen ist, dann werden wir halt den nicht fahren lassen, ne? Was soll das denn hier? Der fährt nur in T1. Okay. So, okay, du kriegst auf jeden Fall mehr Flügel. Vorne aber auch. Kurvengeschwindigkeit steigern und das noch da. Perfekt. Das sollte unser Setup auf jeden Fall verbessern. Und damit Training Nummer 2. Sollte jetzt Bottas in dem Fall dann wieder Vorschumacher sein. Und, oh, Nose geht nach hinten, Sarge geht nach hinten, wir gehen natürlich auch nach hinten. Magnussen und Albon, also gehen einige nach hinten. Wow, das ist eigentlich perfektes Zeitpunkt für uns. Weil halt viele nach hinten gehen. Und damit bedeutet das, dass wir vielleicht nicht ganz hinten starten müssen.
Ein komplett neues ES. Ich hoffe mal, dass sie jetzt keinen Unfall bauen, die Leute mehr, ne? So. Das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir ganz nach hinten müssen. Vorne. So. Eieiei. Das kriegen wir auch noch hin. Perfekt. Die macht einen Punkt mehr. So. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, hier natürlich auch. Ja, bei Schumacher haben wir halt nur das ES, was wir neu geholt haben. Nur das Dings, weil ES können wir uns leider nicht leisten. Aber sein ES ist ja noch eigentlich okay. Und ich bin am Überlegen, auch gar zu sagen, okay, wir schieben ihn noch nicht zurück. Wir haben zwar gekauft, aber wir müssen es ja noch nicht verwenden. Ne, deswegen. So, Traktion auf jeden Fall noch einen Schritt nach hier. Ich gebe dir mal ein bisschen weniger Flügel. Probieren wir das mal. Ja. Okay. Das sind einige, die eine Strafe bekommen. Okay, Setups sind sehr gut. Beide Fahrer auch relativ zufrieden. Und damit Training. Qualifying. Wer hat das Training am besten genutzt? Wir werden es herausfinden im Qualifying. Suzuka ist berüchtigt wegen des unberechenbaren Wetters und der Schwierigkeit, anderen Autos dicht zu folgen. Wann man losfährt, um dem Verkehr und der schmutzigen Luft auszuweichen, kann hier den Unterschied ausmachen. Und hier ein Fahrer, der zuletzt ziemlich im Blickpunkt stand, Valtteri Bottas. Keiner der Fahrer des Teams hat bisher viele Punkte geholt. Das wollen sie so schnell wie möglich ändern, um ihren Wert auf der Strecke zu beweisen. Das Qualifying startet in Kürze. Das werden sie nicht verpassen wollen. Okay, gucken wir mal. Ich weiß halt nicht, ne? Es bringt jetzt nichts, nur einmal zurücksetzen wegen dem und dann Getriebe, ne? Deswegen würde ich halt lieber bei Schumacher warten, bis er dann einmal zurück muss und nicht zweimal. Ne? Klar, Bottas muss auch jetzt definitiv zweimal zurück. So sollte es vielleicht ein Stückchen besser sein. Ich weiß es aber halt nicht. Wir verlieren halt zwei optimale Punkte, nur um das hier vielleicht besser zu machen. Okay, ich hoffe mal, das ist ein gutes Setup. Schumacher hat ein gutes Setup, was will ich da noch ändern? Okay, auf ins Q1. So, wir fahren auch raus. Okay, Schumacher und... Oh, Perez ist genau vor Bottas. Das ist halt eigentlich sehr gut. Ja, Qualifying werde ich weiterhin in den schnellen Modus fahren lassen. Schumacher hat eine komplett freie Runde und Bottas auch, hat aber den Perez vor sich. Ich glaube, es ist Perez. Ja. Klar, wir können halt dem gar nicht folgen. Ne? 27,9 von Sergeant. 31,3. Oh, das ist gar nicht mal. Der erste Sektor ist gar nicht mal so schlecht von beiden. Ungefähr sehr identisch schnell. So, zweiter Sektor. 37,5. Oh, das ist halt wirklich minimal, die beiden nur. Schumacher fährt. Eieiei. Follow Delta. Mine is on target. Eieiei. Charge on.
Was waren wir denn hier so langsam? Follow your Delta, stay in negative. Eieiei. Cool the engine. Ja, geht. Das ist überraschend langsam. Von uns. Eine Sergeant halt deutlich schneller als wir. Piastri auch. Jetzt kommen noch De Vries und Tsunoda, die wahrscheinlich auch noch schneller werden als wir. Also. Ne, Tsunoda ist langsamer. Helben auch sehr. Boah, was ist denn hier los? Nein, lass den McLaren nicht vorbei. Okay, der hängt dem halt nicht auf der Pelle, ne? Der wird ihn aber auf die Seite fahren jetzt. Sehr gut. Aber Bottas könnte halt im Weg stehen. Bottas hat eine komplett freie Bahn, bis der McLaren kommt. Ich hoffe, die verbessern sich beide. Nein, erster Sektor. Sieht schlecht aus. Bottas, erster Sektor gut. Aber Bottas könnte Probleme bekommen mit dem McLaren. Na, es geht noch. Zweiter Sektor. That's it. Also sind wir übertrieben auf einmal langsamer geworden. Schumacher verbessert sich gar nicht scheinbar. Nee, und Bottas ist aktuell auch raus. Wir sind beide raus. Das ist natürlich jetzt übel. Hamilton ist auch raus. Okay, damit sind wir raus mit 16. und 18. Überraschend. Scheinbar die anderen ein Update gebracht haben. Das geht halt deutlich jetzt nach hinten, ne? Für einige. Baut das sogar wahrscheinlich auf dem letzten. Bin gespannt, wo wir starten überhaupt, ey. Eieiei. Wir sind zurück für einen weiteren Tag voller spannender F1-Action. Am Renntag. In Suzuka kann alles passieren, wie Kimi Räikkönen 2005 bewies. Der Finne kämpfte sich von Platz 17 bis zum Sieg vor. Werden wir heute auch so viel Willen und Talent sehen? Hast du eine Meinung dazu, wie sich Valtteri Bottas vor Beginn dieses Rennens wohl fühlt? Im Moment läuft es nicht gut für den Fahrer. Er hat es nicht geschafft, volle Leistung zu zeigen und es wird eine Menge Arbeit brauchen, wieder dorthin zu kommen, wo er sein müsste. Und jetzt ist es an der Zeit, dass die Teams ihre Cleverness und die Fahrer ihr Talent zeigen. Mal sehen, was hier beim großen Preis von Japan auf uns zukommt. Ich bin echt gespannt. Weil plus 19 Startplätze. Schumacher statt von 14. So, wann ist Regen angesagt? Regen in Runde 11 bis 12. Wie lang halten... Und dann bis zum Ende. Ja, okay. Auf jeden Fall bis zum Ende. Das ist die Frage, die Roten. Wie lang halten die? Die sollen eigentlich halten. Das ist schon mal sehr gut. Damit starten wir auf jeden Fall mit den Roten. Packen uns 1, 2, 3, 4, 5 Liter mehr rein. Richtig aggressiv fahren. Ich hoffe, wir haben hier keine Probleme mit dem Dings. Ja, die Reifen sollen, ja, wenn wir es nur so fahren, werden die Reifen das nicht durchhalten. Das ist mir schon bewusst. 100% Setup bei Bottas. Wow. Ey, hoffen wir mal, dass das gut ist. Aber dafür ist das Setup Qualifying ganz schlecht gelaufen.